Gabow. Und für die Presse. Viktoria Sinizina, Nikita Kazalapov. Liegen ganz dicht vor Gold auf Rang 2. Ein überragendes Paar. Ich freue mich auf diese 4 Minuten. Ein so schönes Paar mit so viel Harmonie, Paarharmonie und so viel Talent. Viktoria Sinizina, Nikita Kazalapov. Schon alleine die Namen klingen ja nach Stars. Nikita und Viktoria.
Aber im Vergleich zu Alexandra Stepanova, Ivan Bukin, boah, ist das schwer. Technisch allerfeinste Eistanzkunst in allen Aspekten. Vor allem bei dieser einen Hebung, wo sie mit dem Schlittschuh quasi voll auf der Leiste steht. Und zwar sehr lange. Hat man mal kurz in sein Gesicht geguckt, da hat er kurz gezuckt. Das muss echt wehtun. Aber das sind sie ja aus täglichem Training gewohnt. Und viele Elemente haben richtig auch viele Punkte Zuschlag bei den GOEs oder GEOs bekommen. So rum, bei dem Grade of Execution. Teilweise 3,11, 3,01, 3,2, 3,68 Punkte Aufschlag. Das alleine zeigt schon, in welche Richtung es geht. 73,67 technische Punkte für zum Beispiel die Ausführung eines so tollen Twizzles wie den wir eben gerade noch in der Zeitlupe gesehen haben. Im Vergleich dazu Stepanova Bukin mit 70,90 Punkten. Und auch bei den Komponenten geht es ganz hoch in die 9er-Region. Da bin ich mir sicher, wird man später in der genauen Auswertung sehen, dass einige auch 10 Punkte von den Preisrichtern vergeben haben. Denn für die Interpretation 9,82 Punkte, für die Performance 9,82 Punkte, Choreografie 9,71 Punkte. Das war das Element, das ich gemeint habe, als ich kurz in sein Gesicht guckte und gucken Sie mal jetzt. Aber ganz geschmeidig, flüssig, alles abgesetzt, ohne ein Wackler, ein Ruckler und ein komplett anderes Konzept, eine andere Idee als viele der anderen Paaren. Das wird die Führung sein und das untermalen ja auch mit Applaus ihre Konkurrenten aus Russland, Alexandra und Ivan. The scores please for Victoria Sinitsina, Nikita Katsalapov from Russia. Victoria und Nikita aus Russland. Oh ja, eine neue Saisonbestleistung. 131,69 Punkte. Die haushohe Führung. Mit 9 Punkten Vorsprung vor Stepanova Bukin. Eine Medaille ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Die Frage ist, welche wird es?